Und jetzt könnt ihr mal dieses tolle Poster hier hinter uns bestaunen, mit dem wir jetzt unser Studio geschmückt haben. Staunet und... Wow! Ausgegehen? Ja, ich habe so 4,5 Stunden geschlafen heute. Warum? Ja, weil ich jung und ich war gestern die ganze Nacht unterwegs im Leben, im nachts, weil also durch die Nacht getorkelt. Warum warst du wirklich? Mit drei Frauen in der Hand, im Arm, meine ich, in der Hand. Drei so drei Mini-Frauen, drei Frau-Figuren, das Einzige, was ich bekomme. Und dann, weißt du, Leben. Und in Wirklichkeit war es Harry Potter. Also nee, nächster. Also zumindest der eine, der ist ja so berühmt geworden, Let It Go. Der let ist auch it go, let it go. Fast. Ich habe den Film nicht gesehen. Thematisch aber sehr ähnlich. Hallo nochmal. Guten Tag, guten Tag. Der Mats ist gerade hier reingebrochen. Mats, sag mal hallo. Ja, Harry Potter, ne? Das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Ist so von Herr der Ringe abgeguckt. Und guck mal hier, ich hab einen Zauberstab. Oh Mann, ey, das alles ankotzt. So, das war Mats Schwester, die gerade hier reingeplatzt ist. Ich weiß gar nicht, was da jetzt los war. Mazzina heißt sie. An Silvester nehmen wir noch für euch einen Feedback-Podcast auf, liebe Patreon-Bäcker. Genau. Natürlich auch liebe anderen, aber ihr hört das ja eine Woche später. Kölner Lab. Richtig. Das ist also der letzte Podcast für uns 2014. Für einige von euch, die den dann in einer Woche hören, wahrscheinlich einer der ersten 2015. Und ich würde sagen, wir können direkt anfangen. Oder willst du noch eine Ansprache machen oder sowas? Ich bin krank und ich möchte gerne, dass ihr mir alle gute Besserungen wünscht und mir im Idealfall Care-Pakete zuschickt. Außer die, die es in einer Woche sehen, weil ihr seht es wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja, Robin höchstwahrscheinlich schon wieder gesund. Ja, die interessieren sich ja eh nicht für uns, wenn die schon kein Geld bezahlen. Sind wir denen anscheinend nicht so wichtig. Deswegen kann ich doch ganz gut ohne leben. Anmerkung der Redaktion, wir teilen diese Meinung nicht wirklich. Anmerkung der Redaktion wohl. Könnt ihr euch vorstellen, Herausforderungen anzunehmen? Ich hatte früher einen Podcast NewTube gehört. Bei diesem haben sich solche Dinge immer ergeben. Zum Beispiel sollten einer der beiden Podcaster Bioshock 1 nachholen und die Community bot dann Spenden und sinnlose Sachen an, in Klammern sich die Haare zu rasieren oder einer Oma den Einkauf nach Hause zu tragen. Ich für meinen Teil würde gern das Ende von Conker sehen. Wenn du einer Oma den Kopf rasierst, dann mache ich das. Na, Einkauf, eine Oma, bitte den Kopf rasieren, das aufnehmen, zuschicken, dann spielen wir Conker durch. Okay, die Herausforderung steht. Da habt das. Wo hat Robin sein gutes Englisch gelernt? Ist echt flüssig in allen Videos, wo es mal zum Tragen kam. Well, you know, I speak so good English because very... my father is a Briton. Mein Vater ist Britone. Also aus Oblivion. Ach ja, und Beyond, das ist der Nachfolger. Ich hoffe, ich bin sehr... Der wird aber nicht nächstes Jahr kommen. Nee, aber auf die Ankündigung. Die Ankündigung ist ein Event an sich dann schon wieder. Das stimmt. Jedes Mal, wenn ich David Cage reden höre. Wenn da irgendwann mal steht, Co-Autor, irgendwer, dann ist dieses Ding eigentlich schon gerettet. George Lucas. George Lucas und David Cage machen ein neues Spiel, ey. Das wäre ja was. Das wäre schön. Ja, Ellen Page rollt sich auf der Wiese und ist verliebt. In David Cage. In David Cage. Das wäre der nächste logische Schritt, dass David Cage selbst der Hauptcharakter im Spiel wird, weil er sich so und geil dann findet. Nackt duscht. Krassesten Buddy ever hat. Und dann ist nur so eine Frau, die ach David, du bist so hübsch. Ja, ich weiß, Baby. I know. Ich mag David Cage nicht. Ja. Ich finde es ganz schön, dass wir gerade mal bei Frostfire sind, ein bisschen eine schöne warme Umgebung, während wir hier in einem eiskalten Büro sind ohne Heizung. Ja, ja, uns geht keine, die Heizung wir nicht. Arbeiten gerade hier ohne Heizung. Ja. Falls ihr das doof findet, schreibt mal eine Mail an heizungkaputt@hookedmagazin.de. Heizung, oh Gott. Hey Boys and Girls, haben wir gerade gesagt, ich muss am Start des Podcasts nochmal kurz erklären, wie ich auf den kongenialen Namen umsonst gezockt für mein Videoformat gekommen bin, indem ich über die in Anführungsstrichen kostenlose Spiele auf Xbox Live und PlayStation Plus berichte. Weil viele Leute gesagt haben, aber das ist ja gar nicht umsonst. Und ich dachte, umsonst heißt dann, dass du das gespielt hast, aber es war nicht cool. Ist natürlich klar, weil die genialsten Ideen werden ja erst 10 bis 20 Jahre später wirklich gewertschätzt. War bei Jesus ja auch schon so. Den haben die ja auch nicht gemocht, als er am Leben war. Darf ich was sagen eigentlich? Ja, gerne. Kurz. Spider-Man 3 zum Beispiel.
Ist auch ein gutes Beispiel. Wird heute richtig geliebt. Genau, so ist, ich bin quasi der Spider-Man 3. Hat er sich gerade nicht selber von distanziert und so. Ja, ich bin der personifizierte Spider-Man 3-Tanz hier. Ja. Und das Format heißt umsonst gezockt, weil ich dort kläre, also diese Spiele sind ja quasi kostenlos. Ein anderes Wort für kostenlos ist umsonst. Umsonst steht aber auch für Spiele, die man gespielt hat, wo man aber keinen Wert daraus gezogen hat, die also schlecht waren, die man also umsonst gezockt hat. Eine pfiffige Doppelung. Eine Doppeldeutung, die aber keiner versteht. Es wurde mir vorgeworfen, ich hätte da falsch benannt. Den Vorwurf möchte ich direkt zurückgeben, weil offensichtlich oder war das unsere Community da einfach nicht ganz klug genug. Du bist so ein alter SEO-Schlingel, ne? Umsonst. Spiele umsonst oder so wahrscheinlich. Oh! Daran habe ich auch noch nicht gedacht. Das ist eine gute Idee. Umsonst. Das nächste Video heißt dann Infamous First Light umsonst spielen bei hook.de. Ja. Nee, umsonst downloaden. Ja. umsonst gedownloadet. Oh, guck mal, ey, Gott sei Dank bist du wieder jetzt da. Gott sei Dank. Ne? Ja, genau. Ich würde jetzt mit dem Vorwort anfangen. Ich will das mal in den Haare hören. Mein Name ist Walz, Udo Walz. Das steht hier wirklich. Ich weiß, der ist ein Haaragent. Der ist ein Haaragent? Achso, das ist der Witz. Er ist ein Haaragent. In dem Prolog quasi sind in jedem Satz mindestens zwei Haar-Wortspiele. Da wusste ich direkt, das wird gut. Ja, das ist haarige Situationen entstehen und so. Ja, Udo Walz, also falls ihr mal an Udo Walz interessiert seid. Publikum. Du kannst es so trennen und Robinson Made oder sowas. In der aber wofür steht das Made in diesem so eine Made oder eine Robinsonate. Robinsonate. Ich dachte erst, ich review Limo oder Musik. Ich Sonate. Das klingt für mich ein Getränk. Ja, Robinsonade. Immer, du kannst ja, genau, also Erfrischungsgetränke zu reviewen finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Das ist ein Format, was ich mir angucken würde, weil ich mir auch. Nur Leitungswasser und hin und wieder mal eine Cola. Ja. Aber das war's. Ja, vielleicht kannst du einfach mal gucken, was ist ja, da draußen noch an Erfrischungsgetränken. Was verpassen wir alles so? Ja. Ne? Gibt es jenseits von Capri-Sonne und ja, wenn wir, if we have listeners from the outside world, please send me your local energy drinks and other drinks, kind of drinks. Please, I will drink them live on the show. Habt ihr irgendwelche Allergien gegen Nüsse oder ähnliches, da ich gerne mal etwas für euch backen würde? Dann. Finde ich super. Ich bin gegen Quecksilber allergisch, falls du... Das ist kein Scherz, das ist wirklich kein Scherz. Das ist nicht jeder Mensch gegen Quecksilber. Das war auch mein Argument. Aber sie hatten extra für Quecksilber getestet. Und das war das Einzige, wogegen ich allergisch war. Und dann kam halt raus, dass in meiner Creme, die ich als Kind immer für die Ohren bekommen hatte, da war ein ganz, ganz kleines bisschen Quecksilber drin. Ich hatte mal Entzündung in den Ohren. Die haben irgendwann mal angefangen, wahrscheinlich, weil ich irgendwie einfach mir nur mal draufgefallen bin oder so. Und dann habe ich aber diese Salbe bekommen für 2 Jahre, um das wegzumachen. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Ui. Dann kam nach 2, 3 Jahren raus, ach, das war die fucking Salbe. Das war auch schön. Wie lange haben wir? Knappe Stunde. Nein, nur? Ja, dann müssen wir noch eine Dreiviertelstunde. Ja gut, worüber willst du noch reden? Tommy, geht's dir? Muss dir was sagen. Oh. das war das traurige Roh. Was ihr bei Tom nicht wisst, ne? Der Tom, der sitzt. Das hast du schon mal erzählt. Hat er schon mal erzählt, ja. Aber dann wisst ihr, dass jetzt genau dieses O ist es. Weil das könnte auch heißen, oh, ich habe 1000 Euro gewonnen. Das wäre genau das gleiche O. Oh, deine Mutter ist gestorben. Ja. Genau das gleiche. Ich hoffe nicht, dass du das vor mir erfährst. Was willst du mir denn sagen? Nee, war gar nicht. Ich wollte nur diesen Podcast künftig verlängern, damit wir deutlich über die eine Stunde kommen. Deutlich. Ah, 5 Sekunden. Ich lasse einfach das Intro noch eine halbe Minute laufen. Nee, noch nicht. Warte noch nicht. Ich habe gleich noch ein richtig krasses Thema. Später sollte es noch Kingsfield 4 über den großen Teich schaffen, während europäische Fans den dritten Teil aus Nordamerika importieren mussten. Wer damals hierzulande also auf Sonys erster PlayStation Kingsfield gespielt hat, muss sich entsprechend gewundert haben, als viele Jahre später plötzlich Teil 4 im Laden stand. Wir wollen euch 1, 2 Sachen fragen, Mats. Du lenkst mich ein bisschen ab, dadurch, dass ganze Zeit dort irgendwelche Dinge passieren. Aus, so. Mats, jetzt leg die Fernbedienung weg. Hallo, willkommen bei Time to 3, The Picture-Modus. Wir drei haben uns hier eingefunden, um euch etwas zu fragen. Und zwar wollen wir einmal die Meinung von euch... Bin voll dafür, dass Robin rausfliegt. Bin ich voll dafür. Wir brauchen eure Meinung anscheinend doch nicht. Das war vielen Dank fürs Zugucken. Also wir haben ja diese letzte Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir machen 2 Videos am Tag. Das haben wir einfach gemacht. Genau. Und jetzt sammeln wir quasi 1,5 Monate danach das Feedback, also genauso, wie man es machen sollte. Und so, wir machen nämlich alles richtig. Ihr macht es falsch. Wir haben euch jetzt quasi eine Variante angeboten und ihr könnt uns jetzt sagen, ob ihr diese mögt. Wie gesagt, wir sind für alles offen. Gerne mal in die Kommentare, unter die Kommentare hier schreiben, an Mail schreiben gerne, auch wenn was Längeres ist. Robin, an Hauswände. Robin@hookmagazin.de und Tom@hookmagazin.de oder Mats@gmail.com.
Alles könnt ihr alles machen. Und diese Adresse. Wer diese Adresse gibt, wollte gerade sagen, der gibt's bekommt. Garantiert. Also ja, wer die bekommt, kann ich jetzt gerade nicht garantieren. Das wäre so lustig, dann stehst du morgens auf. Also bitte 2 Videos am Tag. Was? Okay, mal. Umschläge sind immer gut. Ich mach ihn mal auf, ja. Was? Was? Zeig es. Oh nein. Da! What? Alter, wie geil. 3x2. Das war eine ehrliche Reaktion von mir. Ey, das wollte ich immer haben. Oder immer mal spielen. Geil. Das ist zurück, zurückschicken. Kommt hier mal Töne drauf. Wir sind zum Friseur. Also 5 nämlich Simpsons hinten ran. Boah, war das schlecht. Das ist halt die Fresse. Get out of here. Nazi. Das ist super geil. Du bist der Einzige, der das sagt, weil du wieder keine scheiß Meinung hast. Geh doch auf Real Time spielen. Simpsons Hit and Run ist besser als GTA. Und Zelda. Da muss er selber lachen. Ein von vielen Jahren in der Mickey Mouse Tasche genommene PlayStation 2 mit Donald Duck. Was? Was zum Teufel? Was ist das? Wie großartig ist das denn? What? Alter Leute, ihr seid doch alle völlig verrückt, ey. Die funktioniert leider nicht mehr. Das ist egal. Der muss doch was rumsteht. Aber ey, das ist doch super geil, dass du besitzt überhaupt. Wie ist das denn? Ist die Airbrush? Airbrush, ja, steht drauf. Ist Airbrush. Vicky Monster, du kannst auch mit der Dark Airbrush. Gib mal eine Zange, das kriegen wir in den Griff. Wir haben euch in einem der letzten Videos gefragt, wie denn eure Meinung zum aktuellen Uploadplan ist und was ihr euch für die Zukunft vorstellen könnt für die Frequenz von Videos bei Time to 3. Und im Endeffekt war das Feedback so unterschiedlich und so uneindeutig, dass wir sagen, okay, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Tom, ich weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt so zusammenreißen soll. Ich habe jetzt Snake Eater-Zeug im Kopf. Wir spielen nachher noch. Ich muss mal wieder zwischendurch ausbrechen kurz, wenn das okay also ist. Also wir nehmen das gerade am Freitag auf und nachher kommt noch Mats und dann spielen wir endlich Metal Gear Solid 3 und da freuen wir uns schon sehr drauf. I give my life, not for honor, ich glaube, da wird auch viel gesungen. You. Snake Eater. Es ist, als würde das Spiel gerade laufen. Nein. Ja, weglaufen. Okay. Was war euer Lieblingsfach und welches mochtet ihr gar nicht? In der Schule. Mathe ist für Nazis und gut für Englisch. Genau, Englisch fand ich auch toll. Und Französisch mochte ich überhaupt nicht, weil wir eine Nazi-Lehrerin hatten. Yep, gehen wir genauso. Und weil Französisch doof ist. Das finde ich nicht mal unbedingt. Doch. Habt ihr ein paar... Je suis Robot! Ja, antagonisieren ein ganzes Land. Ja, wenn die halt dumm sprechen, sind halt aber schuld. Oh Mann. Das ist so eine schlimme Sprache, wie das Nasale. Das ist gut. Alles Naruto-Fans da. Schnauze.